Ja, gegeben ist eine Strahlensatzfigur und die Strahlensatzfigur, die geht in die und in die andere Richtung. Das heißt, wir haben theoretisch auch einen negativen Streckfaktor drin. Und jetzt die erste Frage stellt sich, ich habe hier bewusst mehreren Punkten keine Namen gegeben. Wie heißen diese Punkte hier? Die erste Frage ist, wie heißt dieser Punkt? Ja, bitte. B-Strich. Der hier oben, ja. B-Strich. Der hier, ja. Und der heißt dann A2-Strich. So, jetzt beginnen wir das Ganze zu rechnen. Wie fangen wir an? Ja, bitte. H gleich ZB-Strich durch ZB. Bitte Vorsicht, der muss K1 heißen. Allerdings bringt diese Gleichung nicht viel. Warum bringt die Gleichung nicht viel? Ja, bitte. Weil da fehlt halt ein Wert. So ist es. Das heißt, das ist nicht falsch, aber den Wert kenne ich nicht. Zweiter Versuch. Was ist K? Also falsch war das nicht. Ich kann nur nicht damit rechnen. Ja? ZA und ZA, die Werte. Dritte Reihe. Da kommt ein halb raus. Also ich habe hier einen Streckfaktor eigentlich nicht von ein halb, sondern eigentlich von minus ein halb, weil das Dreieck ja auf links gedreht wird. Und die Seite ist doppelt so lang wie die, deswegen schrumpft das. Die Linie müsste also vermutlich irgendwo hier sein. So, das ist unser K1. Was können wir jetzt berechnen mit dem K1? Was mit? Ja, bitte. Sehr gut. So, und was wollen wir hier rechnen? Also, wir müssen das jetzt auflösen. Nach was muss ich das auflösen? Ja? AB. Nee, nach A'B', weil die ist ja nicht gegeben. AB ist ja gegeben. A'B' habe ich aufgelöst. Das ist dann K1 mal AB. So, was ist K1, was ist AB? Zweite Reihe. 2 mal 10. 2 mal 12. Jetzt müssen wir gucken, A'B', das ist die Länge hier, das ist 12. Ja? Also das heißt, die 12 stimmt. Mit der 2 bin ich aber nicht einverstanden. Ja? Jo, das muss die 1,5 von hier oben sein. Und das ist 6. Das heißt, diese Länge hier ist 6. Das ist ja logisch, weil die Länge ist 12. Streckfaktor ist 1,5, wird es dann halb so lang. Gut, das ist unser K1 hier. Es war unser A'B' jetzt. So, jetzt nächstes ZB'. Wie finde ich das ZB' raus? Ja, bitte. Zweite Reihe. K1 mal ZB. Also erstmal ist K1 ZB' durch ZB. Ich gehe immer aus der Grundform. Ihr könnt es anders machen. Ich gehe aber immer aus der Grundform. Völlig richtig. Also ist das ZB' K1 mal ZB. So, das Ganze mit Leben füllen, bitte. Ja? 0,5 mal 10, dann 5. Sehr gut, also habe ich hier die 5. So habe ich hier die 5 und dann passt das. So, jetzt fehlen mir noch der und der Wert. Wie kriege ich die raus? So, zweiter Versuch. Wie geht es jetzt hier weiter? Gut, wir brauchen einen Streckfaktor K2. Wie kriege ich den Streckfaktor K2? Also da gibt es 3 Möglichkeiten, den zu rechnen. Eine davon ist gut, ja? ZA'B'ZA. Warum nehme ich das hier durch den? Warum nehme ich das zu dem? Weil auf der Geraden hier sämtliche Werte bekannt sind. Hier fehlt es und da fehlt es auch. Also muss ich den hier nehmen. So, also kann ich das berechnen. ZA'. Was ist ZA'? Ja? 24. Warum ist das 24? Da steht nirgends 24. Ja? Weil 20 ist ja nur von A'B', aber nicht von Z. Jawohl, also das heißt, hier ist 4, ein bisschen schräg gezeichnet. Hier ist 4, hier ist 20, also es ist 24. Also eigentlich 4 plus 20 geteilt durch ZA. Wie viel ist ZA? Ja? 4. ZA. A und 8. Also ist das 24 Achtel oder 3. Also K2 ist 3. So, und jetzt würde ich gerne wissen, wie rechnen wir diese Länge und diese Länge. Welche sollen wir als erstes rechnen? Wahrscheinlich ist A'B' das einfachste.
Mit welcher Formel rechne ich A2-B2? Letzte Reihe. A'B'B'A'. Ja, empfehle ich nicht. Ich habe ja gesagt, wenn wir das so machen, dann nehmen wir immer Ungestrichenes in den Nenner. Es geht, wenn ich da anfange, Chaos zu machen, wenn jetzt hier Striche stehen, dann war es das, da brauche ich ja nämlich einen anderen Streckfaktor. Das heißt, da, hier im Nenner stehen nie Striche und im Zähler stehen immer zwei Striche. Klar ist, das Z hat nie einen Strich. Ansonsten stehen hier überall zwei Striche und im Zähler und im Nenner überall keine Striche. Also ist das A2-B2 durch AB oder A2-B2 ist das gleiche wie? Ja? A2 mal AB. Sehr gut. Jetzt mit Leben füllen, ja? 3 mal 12 gleich 36. Damit ist diese Länge von hier nach hier 36 lang. So, jetzt fehlt uns noch das B2-B'. Mit welcher Formel rechne ich die hier oben erstmal? Ja, bitte? Sehr gut. Dann kann ich das nach ZB'' auflösen. Was kommt da raus? Ja? K2 mal ZB. So, bitte mit Leben füllen. Ja? 3 mal 10 mit 30. So, jetzt meine Frage. Welche Länge ist jetzt 30? Ist die Länge hier oben 30? Ist es die? Ja? Nee, das ist von Zentrum bis zu B'. Das heißt, diese Länge, die ist 30. Jawohl. Wie kriege ich jetzt die Länge hier oben raus? Ja? Minus 5, also minus 20. Sehr gut. So, schauen wir nochmal so als Vorgriff auf die nächste Stunde. Vergleichen wir mal das mit dem und das mit dem. Fällt da jemandem was auf? Das mit dem. Ja? Das ist immer, also 5 mal 5, also immer mal sich selbst. Ja, mal sich selbst wäre hier mal 4. Mal was mache ich von hier nach hier? Mal 5. Und was mache ich von hier nach hier? Mal 5. Jo, also das heißt, das ist wieder das Gleiche. Das sind wieder solche gleichen Verhältnisse. Vorsicht! Das ist erster Strahlensatz. Wenn man erster Strahlensatz macht, sind die Ergebnisse in der Regel furchtbar, weil die Leute nicht wissen, was sie durcheinander teilen. Deswegen Vorsicht vom ersten Strahlensatz. Wir rechnen es immer so, ich rechne es immer mit diesen Quotienten, dann bin ich auf der sicheren Seite und muss mir nie überlegen, was muss ich durch was teilen, weil es immer gleich ist. Ja? Also, das heißt, wir haben das so gerechnet, passt. Gibt es da eine Frage dazu? Sie sehen super aus.